Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS17 Hermannseck alias Youngtimer alias Werner. Müsste einmal bitte in den Traktor einsteigen und das scheiß Drive Control ausmachen. Natürlich. Auf der Version 2, jawohlchen, zusammen mit dem Werner, wie gerade schon besprochen. Hallo. Und natürlich auch den Kater. Hallo. Randy, Es ist, ja. Warten Sie einen Moment. Ja. Kommt da was rein jetzt hier? Oh, freundlich. Haben ja, Sie das von außen ausgewählt? Natürlich. Kennen Sie nicht das neue Farm-Silo-System? Nee. Ein sehr schönes Produkt. Ja. Oh. Kennen eigentlich nur unten drunter vor den R drücken, fertig, ne? Nee, das ist nicht mehr so. Wer quält denn hier den MB-Truck so? Ach ja, okay. Der Werner. Mhm. So, ich muss den jetzt wieder umbauen erst, ne? Was soll das fangen? Was hast du vor mit dem? Ja, Getreide fahren. Denn es wurde sich gewünscht, zumindest hier bei uns bei Bunny Gamers wurde sich gewünscht, oh Gott. Dass wir die Bunny Gamers, wow, wow. Deutschlands LS-Kanal Nummer 1 hier am Start. So, wurde sich übrigens gewünscht, boah, das ist so schlecht. Dass wir mal die Brauerei einschmeißen. Und das werde ich jetzt machen, weil ne, wir hier in Österreich, wir trinken ja gerne mal ein bisschen. Ja, und, aber Garderobe bist ja gar nicht so ein Alkoholtrinker, ne? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Ich bin mehr der Pfeifenraucher. Was? Nee? Ich kann meine was? Nee, ich bin mehr der Pull-Moll-Genießer. Ah, okay. Link in der Videobeschreibung. So. Ja, man muss halt sehen, wo man bleibt. Hä? Absolut. Hat er den Ansgar gemacht. Aber wir produzieren unser Bier nicht aus Stroh. Eigentlich. Ja, und das ist doch. Was macht das? Den umbauen in wieder zurück oder willst du ihn so lassen? Willst du ihn nicht umbauen? Nee, das ist doch der Emsland, oder nicht? Nee, das ist ein anderer. Anders. Da sind ja eine hin. Ja, der muss irgendwo. Da hier, nehmen wir den zum Beispiel, ne? Guck mal, der hier, der ist ganz gut. Kann es sein, dass ich den auch da reingefahren habe? Ja, den fahre ich jetzt auch dahin, weil der hat nämlich hier, ne, so. Ja. Wenn du Garderobe nämlich da wieder rumfahren willst, dann. Ja, ich kann das also nicht mit Drehschirm rückwärts fahren, das kann doch der von den Burning gemacht. Wir haben auch tolle Kuschelkissen. Übrigens, unsere neue Website ist online: burning-gamers.de. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da haben wir jetzt auch das Team stehen und alles Mögliche. Gibt vier Kontaktmöglichkeiten, wo ihr uns zuspammen könnt. Absolut. Ja. Wir haben extra nur vier genommen. Wir haben uns mehr überlegt. Also, ihr habt euch mehr überlegt, aber leider ist es bei vier geblieben. Mhm. Wir haben uns auch gerade ruhig von dir die Idee des Sendeplans geklaut. Danke dafür. Nein, das ist so nicht korrekt. warte. Ihr habt euch inspirieren lassen von uns. Mhm. Ja. Oder jeder nutzt dasselbe kostenlose Google-Teil, weil es halt einfach unerwähnlich ist. Nee. Das von Garderobe weiß ich zufällig, das hat gekostet. Hat er mal erzählt. Hat er erzählt? Ja. Ja, dann ist das so, wenn er das erzählt hat. Die ganzen Fixkosten. Ja. Irgendwas muss man ja abschreiben. Was? Wenn der Amtsherr noch dabei sein würde, der würde sagen, hau raus die Kohle. Oh. Aber ist richtig. Was ist denn hier wieder? Aber der Randy hat. Randy, was hast du jetzt eigentlich transportiert? Ich hab Gerste hinten drauf und verkauf die halt einfach mal, ne? Nee. Brauerei. Achso, ja, dann schick mich bitte zur Brauerei. Ja, soll ich jetzt Navi machen? Werner! Nee, Werner! Bei Hofer oder was? Was machen Sie denn? Also, das mit den Traktoren fliegen ist irgendwie. Doch, ja, ich weiß. Du machst es nur schlimmer, warte, so. Ah, der gute alte Krone Emsland wird hier. Oh, nee. Also bei Hofer, ja? Nee, bei der Brauerei. Ja, ist das Hofer? Nein, das ist bei Feld 1920. Meine Fresse. Es gibt ja bei LS übrigens eine Funktion, ich als LS-Profi hier von BurningGamers.de kann das nur nochmal sagen. Da gibt es eine tolle Funktion, Randy, ne? Wenn du deine Übersicht guckst, kannst du da hinreisen, dann weißt du, wo es ist. Machst dir so einen Pöppel. Das bringt mir nur mit dem Traktor nichts, weil, wie gesagt, das kann nur das Team gerade holen. Ja. Aber ich habe einen Marker gesetzt. Garderobe, willst du das nicht mehr erklären, was da los war mit dem Tag? Ach nee, haben wir ja schon erklärt. Ja, es war. Ich hatte einen schlechten Tag erwischt, soll ich euch sagen. Was? So, bevor wir jetzt nochmal vernünftig also, hier, was machst denn du eigentlich jetzt schon wieder hier? Ja, wenn du mir nicht voll machst, sondern vorher den Wagen fliegen lässt. Dann haben wir gleich ein Problem, warte. Kühlung starten. So. Ich. Ja. Aber das funktioniert. Warum lassen wir die Zeit vorspulen eigentlich? Weil die Felder alle ready sind und reifen müssen. Sehr schön. Achtet ja sonst keiner drauf. Doch, ich wollte es gerade ansprechen. Jo.
Ich mache mal das Pflanzenscheiben aus, ne? Warum hast du das schon wieder Assarbeit in der Das mache ich in den Garderoll-Projekten immer. Warum musst du das eigentlich? Weil ich habe gesehen, du hast ja jetzt ein neues Projekt gestartet, das Tannenboom Best of Mods LS13-Projekt bei dir im Kanal Garderoll. Warum hast du das gemacht und wie machst du das denn da? Weil ist ja Pflanzensterben, musst du ja drauf achten, ne? Ja, das ist aber so, dass das kein tägliches Projekt bei mir ist, weil ich wollte ein bisschen so das Bonbon-Projekt bringen. Einfach so eine Praline für zwischendurch einfach. Oh Gott. Und das zu viel? Okay. ja. Ist das so ein bisschen back to the roots? Ich würde schon sagen. Fand ich übrigens cool, habe ich mir angeguckt. Sehr schön geworden, gerade. Ja? Sehr schön. Hast du auch einen da gelassen? Na, interagieren würde ich jetzt eher weniger. Da muss ich mich erst anmelden. Oh. Ja, so, das ist die Top-Aussage vom Klick immer. Na gut, so. Klick ist aber auch, ja. Ich habe eine Frage, Herr Randy Rennison. Ja, bitte. Bei Ihrem letzten, wie nennen Sie es? Eastlock-Video. Eastlock-Video war eine taumelnde Figur auf der Rückbank zu sehen. Richtig, da habe ich aber den Hinweis gegeben, dass man diese bitte nicht beachten sollte. Aber der flog zwei, dreimal durchs Bild und haben wir gedacht, ist der ja irgendwie weggetreten oder ist der so oder muss das so oder? Und naja, ich habe es eigentlich versucht, im Titel am besten zu umschreiben. Was? Der Titel war, das ist eine sehr gute Frage, Moment, da tappe ich mal kurz raus. Konnte man hier lang zum Feld fahren? Ich weiß das gar nicht mehr. Da tappe ich mal kurz raus, meine Damen und Herren. Der Titel heißt, der LS-Hype legt ihn flach. Ach, das war auf ihm? Ah. Das war auf ihn bezogen, ja. Okay. Oh mein Gott. Weil, gut, ich habe im Endeffekt, weil er hatte ja nur diesen wunderschönen LS-Hut auf, den es vor etlichen Jahren mal bei der Gamescom gab. Die erinnern sich vielleicht. Ja, Gamescom. Ich bin selber tatsächlich nie da, aber mein Team ist vor Ort und führt ganz tolle Interviews. Genau, genau. Und da gab es vor ein paar Jährchen mal diesen wunderschönen LS-Hut. Oh und den hatte der dann dementsprechend auf. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist ja das Blöde ist, weil ich das in der Kamera vorher nicht gesehen habe, dass der dann doch so aggressiv auf dem Bild ist, habe ich mir gedacht, da müsste ja irgendeine Ausrede finden. Ja. Dann habe ich mir gedacht, der LS, das LS-Ding, das macht ihn halt und so und irgendwie wird das ja nicht angenommen. Warum? Jetzt wird es angenommen, scheiß Trigger. Ja, deswegen, aber mit denen war alles in Ordnung. Ne? Also so chronisch gesehen, er war halt nur müde. Ja. Ja, also. Guck mal, die Leute, die rückwärts fahren müssen. Der kriegt den Gang nicht rein, er kann nicht ohne Handbremse am. Fahren Sie mal vorher! Was wissen wir, hier vorne kann ich noch nicht wenden. Da fahren Sie mal vor. Mann. Wieso willst du, wer kann es oben rumfahren? Wie jeder andere auch. Guck mal, da oben fahren Autos. Ja, das ist schön. Wie lange das Ding braucht hier, um hochzukommen? Ja, wir hatten halt damals nichts. Werd mal älter, du dann. Was? Ja. Mit 50 reden wir dann drüber. Ne, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nee, der Person geht's gut. Sie war nur halbwegs unbeabsichtigt im Bild. Aber ich hätte auch nicht blören können, weil sonst wäre der Hintergrund permanent verschwommen gewesen. Das hätte auch scheiße ausgesehen. Okay. Dann sage ich mir da immer wieder, wenn man nicht ins Bild will, darf man sich nicht ins Bild legen. Das ist richtig. Ja. Aber ist das immer die gleiche Figur, die da mitfährt, oder ist das immer was anderes? Ja, das ist wenn die Figur mitfährt, ist es immer die gleiche und es ist damals von den Leuten so gesagt, ist das Freezy. Ne? Okay. Ist er nicht, kann man schon mal so sagen, aber ist anscheinend ein sehr gutes Double, wenn das die Leute so denken. Ich habe auf deiner wunderbaren Tipi-Seite gesehen, dass es auch ein Giveaway oder ist das so eine Art Ziel ist. Nee, nicht Ziel, aber so eine Art Rückgabe, bei so einer Reise mal dabei zu sein. Da gibt es unter anderem ein Ziel, dass man, also eine Belohnung, die letzte Belohnung da, dass man dann auch, wenn man in der Nähe von Zwickau ist, auch mitfahren kann. Das ist richtig. Ach so. Ja. Gut zu wissen. Das ist dann auch für alles gesorgt. Ich weiß auch, dass Sie bei der Tipi-Seite aktiv sind. Ja, natürlich. Und ich finde das sehr nett, dass Sie nicht Ihr Geld zurückgeben. Entschuldigung, das waren wir von Burning Gamers. Wir haben das gemacht, nicht der Garderoll. Ja, der Garderoll, der macht das auf andere Weise, glaube ich, habe ich mal gehört. Macht das auf andere Weise. Mhm. Ja, man muss jetzt nicht alles hier, ne, also. Was? Der Abbucher läuft. Das ist richtig, ja. Die Idee war gut, aber leider nicht schön. Schade. Ich hole da mal Wasser, würde ich sagen, für die Brauerei, weil ihr seid ja fleißig am Körner verladen, dann.
Wir hier nur rum und ich wollte nochmal zeigen, wie cool das ist, hier am Wasser das abzuholen. Das finde ich nämlich richtig. Oh, geil. Überhaupt ist diese Map total Dinge. Geil. Also, ich weiß auch nicht. Der hat die nur ausgesucht. Da ist sogar Grillen verbaut, die ab und zu zirpen. Hm. Ah! Ich glaube, hier spukt am Hof. Jetzt ist wieder normal. Komisch. Aber auf alle Fälle wollte ich oder wir nochmal ein kleines Dankeschön raushauen an den Rico, der uns die Hermodec V2 zur Verfügung gestellt hat. Wo einige wunderschöne Sachen verbaut sind, ein paar Sachen gefixt sind, die nicht funktioniert haben. Türen, Tore, Lichter, Schatten, ein paar Straßen wurden neu angebaut und führen jetzt auch zu richtigen Gebäuden hin und nicht einfach ins Nirgendwo. Und sehr viele Sachen wurden angepasst. Der gute Rico vom Modding-Welt-Team. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So, ich mache mir hier die Lichter aus, ne? Weil Strom haben wir nicht in Hülle und Fülle. Sagst du mir. Sollst du Solar noch kaufen? Solar wäre eine Idee, ne? Das hat sich übrigens auch nicht so durchgesetzt, ne? Mit diesen Windkraftanlagen und Solarpanels am Dach und so weiter. Wie man LS-Money jetzt. Ich überlege gerade, ob ich LS-13 hatte. Aber ist das nicht irgendwann so, man baut da einfach nur auf irgendeinem Feld genug davon und braucht nie wieder irgendwas im LS zu machen? Ja, da gibt es auch sehr gute Videos, die das also belegen. Was? Was? 500 Solaranlagen XXL plus Gold Mega Spezial? Zum Beispiel. Ah, okay. Geil. Haben schon mal mitgeschrieben. DLC. Rote Pfeile und das Ding, das Rezept ist fertig. Das läuft mal alleine, lasse. Ah, ja. Tja. So, ich fühle mich ein bisschen nicht gebraucht heute, muss ich sagen. Ja, was sind denn so seine Pflanzen? Sind die schon dreschreif? Dreschreif ist ein interessantes Wort, warte mal. Nee, die sind noch im Wachstum tatsächlich. Können wir noch ein bisschen vorspulen? Können wir machen. Können wir machen. Ich werde mir jetzt aber den Fendt schnappen. Geil. Nicht, weil ich jetzt Fendt so gern mag, sondern weil einfach nur der einzige Traktor ist, der frei ist. Und werde ein paar Strohballen in das dafür vorgesehene Kompostier irgendwas gucken, was bringen. Kann. Wo hat denn der Herr Börnig jemals den Wagen? Ah, hier vorne, warte. Also. Entschuldigen Sie. Ein bisschen dreckig, der Fan, ne? Ja, Garderol, wenn du da 5 Meter mit gefahren bist, sieht es natürlich aus wie Sau. Ist doch klar. Ja, ist richtig. Haben wir eigentlich ein bisschen Fett organisiert, sodass wir mal den Fondant abbauen können, oder geht das immer noch nicht? Fett? Ja, für Schmierung. Für. Nee, wie heißt das? Für doch. Mir fällt kein jugendfreies Wort dafür ein. Jetzt Fett Bolzen. Zum Schmieren, das heute schon. Fett zum Schmieren, doch. Ja. Oder Ölen, whatever. Aber je nachdem. Ach aber so, damit, wenn das. Wenn die Passage ist zu. Da muss eine Stecknadel hinten in den. Was? So, ich bin dann auch gleich wieder am Hof, nachdem er gesagt hat, fahr doch irgendwann, ja, wo es dann einfach nur zum Map-Ende geht und komplett in die falsche Richtung. Nö, einfach den Weg hoch, zweimal links, fertig. Ja, habt ihr mir nicht gesagt, aber da war der ja auf dem Team gerade wohl. Jetzt ja, ein bisschen Eigeninitiative kann man schon verlangen, glaube ich. Eigeninitiative, so. Junge. Also man muss sich auch ein bisschen mit der Materie beschäftigen hier. Nicht einfach hier drauf losspielen, weißt du, an einem Abend die Woche 5 Folgen hinklatschen und dann nichts mehr damit zu tun haben, das geht halt auch nicht. Garderol 2018. Was? Oh nee, der hat den Weg kaputt gemacht hier. Lieber, wie heißt er, Rico? Das war vorher schöner. Als es noch naturbelassen war, wie wenn der Bauer wirklich hier durchfährt. Das nur als Hinweis an dich. Meine Meinung. Ja, okay. An der Wasserauffüllstelle ist jetzt ein Weg durch den Fluss. Das gehört ja, so nicht. Gesagt, er hat ein bisschen angepasst. Ja, das war falsch. Ich sag nur meine Meinung. Ist doch gut. Das andere finde ich ja gut. Alles aber ist niemand beratungsresistent hier. Garderol 2018. Was? Schon kommt der Name vom Sachsen-SWR. Hallo! Guten Tag. Ja, da war auch auf alle Fälle eine Straße und sie haben mich jetzt nicht gerade weggeboxt. Alles gut. Das passt schon. Der Traktor, der lenkt irgendwann nicht mehr so wirklich ein. Ich glaube, der ist ein bisschen zu low für den Anhänger. Sachen gibt's. Absolut schrecklich, sage ich dir. Gut, dass wir für die nächste Folge ein Thema haben. Hoffe ich. Das ist ja nicht zu ertragen, dieses Elend. Ich habe mal die Zeit runtergedreht.
Oh, jetzt bin ich falsch gefahren. Ja, ja, das passiert öfter. Sachen gibt's, ne? Aber es wird auf jeden Fall gearbeitet. Das ist schon mal gut. Weil ich hätte irgendwie in der letzten Staffel Kilometer gelb im Frontlader gekriegt. Das war auch nicht so cool irgendwie. Da ist der Hof jetzt aufgeräumt. Tja. Auch eine gute Sache. Durch nicht aus. Hier gibt es jetzt zwei Wege. Ist ja interessant. Die Radauzen hier, die. Welche? Was für Dinge? Radauzen? Kann man das essen? Kann man essen. Das ist eine österreichische Leibspeise. Die Bockwurst. Die Kaiserschmarrn. Das ist so ein Teller, dann pappsatt und eine halbe Stunde später den nächsten Teller. Ja, genau. Randy, hast du schon mal Kaiserschmarrn gegessen? Mindestens eine Packung Eier für drei Personen. Noch was? Kein Kaiserschmarrn gegessen? Ach, Randy, was ist denn da los eigentlich mit dir? Also, wenn wir uns nochmal treffen irgendwo, ne, und wir ein bisschen Zeit haben, dann mache ich dir einen richtigen. Ihr habt euch schon mal getroffen? Ja. Du gehst aus dem Haus gerade wohl? Achso, ja. Inkognito. Also, was? Im was? Kopf? Hallo? Hallo? Was? Das wird komplett falsch aufgefasst hier. Mach mal Schluss hier, reicht jetzt für heute. Ja, Mann. So viele Leute, die sagen, die gucken uns hier zu und was für tolle Themen wir haben. Und jetzt müssen wir uns in der ersten Folge der neuen Staffel gleich wieder versauen hier. So, Wasser kommt. Wasser läuft, heißt es. Also ich glaube, das Wasser kippe ich aber jetzt nicht in das Kördersiegel, oder? Nein. Das ist links davon den Anschluss. Wo? Es hat gehupt bei mir. Es hat gehupt. Bekloppt einfach nur. Meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Schaut gerne bei Werner vorbei, der heute den Garderobe gespielt hat. Und schaut gerne bei Garderobe vorbei, der heute den Werner gespielt hat. Und schaut dann auch bei mir vorbei, der einfach sich selber gespielt hat. War ein Meisterwerk. Das ist ein Original, also, das kann man nicht. Ja, ist richtig, ne? Also hier, so. Ich weiß gar nicht, wie der eine Typ ist hier, der den Tatort zu scheiße gemacht hat. Der ist ein Scheißdreck gegen mir. Til Schweiger, genau, ist ein Scheißdreck. Der hat wenigstens, der kann wenigstens Emotionen ausdrücken. Nicht. Was? Wahnsinn. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder, dann hoffentlich mit mehr Fahrskills meinerseits. Und Däumchen da lassen bei der anderen Vorbeigaffen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.